Ich bin ein fantastischer Bändiger. Das ist ja sowieso Gift. Ah ne, war Psycho. Stimmt. War nicht Gift. Warum denke ich immer, dass der dass er Gift ist? Der hat das Arschloch noch Vergiftung. Der unnette Kerl noch Vergiftungsimmunität. Hau ich trotzdem drauf. Wie cool, dass die Augen dabei zudrückt. Ah, ist das süß. Aua. Nicht so tragisch. Alle haben sie Vergiftungsimmunität. Nur ich nicht. Tsunami! Ach man, und es stirbt hier aber auch nichts. Das ist ja furchtbar. Naja, wenigstens etwas gestorben. Tortellini. Können wir den wenigstens vergiften? Wir machen aber auch keinen Schaden, ne? Aber lass sie, sie sterben dadurch schon eh. Einfach auf nichts schaden. Naja, Gift und Kristall verträgt sich halt nicht, ne? Gift und Kristall verträgt sich nicht. Und da wir die ja einmal scheinbar alle nicht vergiften können und nicht mal annähernd vergiften können, dann nicht. Ui, süß. Axolotl. Ist ehrlich, Tsunami, ist mir jetzt egal. Ist sowieso gleich tot. Du bist sowieso gleich tot, also. Und Gulda auch. So habe ich jeden nochmal Schaden gemacht. Ich weiß, wir könnten Christina einsetzen. Die hat aber schon ein hohes Leben, deswegen. Deswegen nein. Ruh dich aus. So, tot. So kriegt sie wenigstens jetzt. Ah, kriegst du wenigstens mal ein bisschen XP. Okay, das war nicht viel. Was haben wir gelernt? Brennender Meteor. Das ist schon wieder was viel zu fettes, oder? Ein Temtem könnte die... Einige Temtem können die Truppe von hoch oben rufen, um einen feurigen Inferno gegen einen Gegner zu entfesseln. Das wäre 3. Statt Magma-Kugel. Deine Weidenpeitsche. Giftige Tinte. Lebt noch? Doch nicht. Dabei hatten wir schon die Tukma-Maske auf. Okay. Denn doch. Ich weiß, Christina ist da immer noch sehr effektiv gegen, aber... Das geht auch. Ja, geht. Bis dahin ist er tot. Oder auch nicht.
Aber ich glaube, er hat sich gerade auch selbst verletzt. Okay, doch nicht. Jetzt aber. Langwierig. Aber sie haben alle Giftdinger, die Christina einsetzen können. Giftgas. Halte dir die Nase zu, wenn diese Gifttechnik auf das gesamte Team loslässt. Das gesamte Team ist aber schön. Eigentlich besser als verschmutzen. Verschmutzen ist irgendwie nicht so der Burner, weil das nur vergiftet. Kluger Schachzug. Weil das nur vergiftet irgendwie und das finde ich so, ja, weiß ich nicht. Danke für den Kampf, Spezialagent. Dann wünsche ich noch einen guten Weg. Meine Männer haben Posten am Gasthof am Ende dieses Wegs bezogen. Sie werden deinen Verdächtigen mit Sicherheit erwischen. Danke, Feldwebel. Wir sind hier, um zu helfen. Ach, wir sind doch. Meine Güte. Hat die mich aber runtergeprügelt. Aber da müssen wir schon wieder kämpfen, ne? Oh, Mann. Yuko. Oh, nein. Yuta. Das ist ein guter Anfang. Ach je, Xier kennt nicht mal Xisens eigenen Namen. So doof. Machen wir uns über Xi lustig, Yuko. Yuko bist doof. Naja, Yuko halt. Hey, wen nennst du doof, du Doofi? Na du? Eigentlich du selbst. Nein, aber jetzt mal kurz im Ernst. Ich hab dich schon mal gesehen, oder? Oh, ich weiß, diese Person erinnert mich an den Dojo-Meister von Kiziwa. Falsch, das ist der Dojo-Meister von Tukma. Von Arisola meinst du wohl? Das ist nicht mal eine Insel. Ich weiß, es ist ein Dojo. Wenn es keine Insel ist, dann kann da auch kein Dojo sein. Das ist so, als würdest du sagen, dass du keinen Temtem fangen kannst, wenn du keine Temkarte hast. Ja, genau. Also gibst du es zu? Nein. Du bist doof. Nein, du bist Max. Wer ist denn das? Dieser Bändiger, der gegen die Besotto gekämpft hat. Der Held von Kiziwa. Papa sagt, man vergisst, wer man ist, wenn man Priester wird. Dann wird man jemand anders. Vielleicht ist das hier auch der Fall. Oh, deshalb ist Xia so verwirrt. Gut erkannt, Yuto. Kämpf gegen mich, töte mich und mach was du willst. Ich habe etwas gemacht, bevor dieses Gespräch begann. Kämpf gegen mich, töte mich. Oh, du willst einen Temtem-Kampf? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Verwirrt, total verwirrt. Habe ich doch gesagt. Oh. Oh, guck mal, Baby Squazy. Das sieht so doof aus. Dieses kleine Säckchen Elend da. Nein, das ist natürlich... Nein, doch. Eigentlich doch. Eigentlich nur doch. Eigentlich ist es nur ein kleines Säckchen Elend. Süß. Wie es versucht hat, uns zu töten. Gott, dieses Ding gibt aber auch nichts, ne? Hooglip. Was zum Teufel ist ein Hooglip? Okay, du bist aber jetzt die Unterentwicklung von den einen Coolen, oder? Von den einen Coolen bist du die Unterentwicklung. Weil du trägst eine Windel, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach trägst du eine Windel. Aua. Aua. Die Baby-Action hier ist ja furchtbar. Ach, ist das gut, dass wir Gift haben. Ich will nicht für diese unnötigen wenig EXP die Babys zusammenschlagen. Einfach dieses smoothly ignorieren, ne? Na gut, das kann uns nichts. Das kann uns halt nichts. Wenn es uns nichts kann, wird es ignoriert. Wollen ja hier nicht unnötig irgendwelche Leute verprügeln. Alter, die geben sowas von gar keine EXP, dann hätte ich mir auch sparen können gegen diese Dödel. For real. Diese 100er EXP da. Wow, gut gemacht, Max.
Also für einen Dojo-Meister waren diese Taktiken echt ziemlich armselig. Kann ich gehen? Oh, ich kann gehen. Gut, gut, gut. Will der auch noch kämpfen? Nee. Hi, du scheinst es eilig zu haben. Ich verfolge einen Kriminellen. Oh nein, ein Flüchtender? Wie sieht er denn aus? Es muss dieser Mann sein, der hier vorhin eine Minute lang kam und mich fast umgerannt hat. Hat sich nicht einmal entschuldigt, der Klotz. In welche Richtung ist er? Ah, er ist da vorne gehüpft. Ich würde also vermuten, dass er in Richtung Ryokan unterwegs ist. Das ist eine Gaststätte westlich von hier. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn sicher. Aber da drüben. Da drüben ist er doch auch. Okay, da drüben ist aber... Hä, haben wir noch irgendwas in den Reisfeldern? Schlechte Nachrichten reißen nicht ab, du. So, dann gehen wir jetzt nochmal rüber. Da ist auch irgendjemand. Wie läuft deine Mission, Spezialagent? Glatt wie ein Aal. Gut, ich kann es kaum erwarten, Telo-Boss zu stürmen. Dann kann ich ihm heimzahlen, was sie in mein Land angetan haben. Ja, wir gehen dann endlich an einen schönen und trockenen Ort. Ja, das wäre gut. Was machst du hier? Ich stelle sicher, dass hier in der Gegend keine Besotto ihr Unwesen treiben und dass niemand verdächtig es einen ausreißt. Was auch nicht passiert ist. Und wir stehen hier schon seit Stunden mit nassen Füßen herum. So habe ich mir meinen Kampf für den Widerstand nicht vorgestellt. Wenn wir wenigstens ein paar Temtem-Kämpfer ausfechten können, um die Zeit totzuschlagen. Oder dir wieder... Oh, dir wird noch leid tun, was du gesagt hast. Case ist unschlagbar, heißt es. Aber wenn Xtier Zeit hat, warum nicht? Ich bin unschlagbar. Aber ja, bin ich wirklich. Bin einfach der... Ein Mutterritt. Na, wenn das mal nicht schön ist. Ein Mutrit ist immer schön. Ich verprüge so gerne einen Mutrit. Der ist immer so instant tot. Da mache ich so gerne. Da mache ich so gerne. Kleine Mutrits zusammenschlagen. Ist sowieso nicht effektiv. Aber er hat Gift. Und Gift ist immer effektiv. Hey, warum machst du das denn gleich am Anfang? Das ist aber gemein. So, weich mal aus. Aua. Kauren. Ich will jetzt hier nichts kauren. Wir machen mal Giftgas. Weil wir es können. Na, zumindest schon mal nicht vergiftet. Aua. Lebt noch. Ist kein schönes Leben, aber das Leben ist noch da. Unschlagbar heißt es. Das bin ich. Kein Wunder, dass sich die Operation Stoßzahn ausgewählt haben. Hab ich doch gesagt. So, was ist jetzt hier hinten los? Tut mir leid, störe ich deine Ernte? Ich bin in einer Minute weg, versprochen. Ich probiere nur das neue Tem aus. Taeko schickt mich, um dir zu helfen. Bist du die nächste Feldforscher-Assistentin? Assistente vorhin. Du kommst gerade rechtzeitig. Ich bin gerade dabei zu testen, wie sich Mimit an einem natürlichen Lebensraum anpassen kann. Aber es ist schwierig. Warum ist die Anpassung so schwer? Das Problem ist nur, den perfekten Platz zu finden. Mimit ist ein künstliches Produkt und braucht Zeit, sich an einen natürlichen Lebensraum zu gewöhnen. Daher müssen wir den perfekten Platz finden, um die Eingewöhnung zu erleichtern. Warum versuchst du Mimit hier auszusiedeln? Es ist eine ungewöhnliche Maßnahme. Ja, aber nach reichlicher Überlebung im Nanto-Labor und Beratung mit dem Dojo ist das die beste Antwort auf fehlende Artenvielfalt in Shippanku. Das Problem fing an, als Digital-Tem in der Wildnis auftauchten. Niemand weiß, wie genau das passiert ist, aber Dr. Sasaya vermutet, es geschah mit Vorsatz.
Aber wie auch immer, es kam. Das Problem ist jetzt, dass einige Arten von Digital-Temtem stärker waren als die einheimischen Temtem und sie aus ihren natürlichen Brutgebieten vertrieben haben. Dadurch wurde das natürliche Gleichgewicht gestört. Zuerst versuchten wir, die Verbreitung der Digital-Temtem in der Wildnis zu begrenzen. Dazu baten wir Bändiger vor Ort um Hilfe dabei, so viele Digital-Temtem wie möglich zu fangen. Aber sie hatten sich schon zu sehr ausgebreitet. Sie sind quasi gekommen, um zu bleiben. Daher versuchen wir jetzt mit Mimit, es ist ideal für die Zucht und natürlich vermehrt, da es mit so ziemlich mit jeder anderen Spezies befruchtete Eier hervorbringen kann. Wir hoffen, dass das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht kommt. Kann ich eins haben? Natürlich nicht. Wir müssen es erst testen. Derzeit führen wir ein paar Tests durch. Es scheint, sich in der neuen Umgebung noch etwas unwohl zu fühlen. Aber das wissen wir erst mit Sicherheit, wenn es zu einem Kampf kommt. Okay, sei aber etwas nachsichtig. Wir wollen es nicht verschrecken. Oh, wir dürfen ein neues Temtem zusammenschlagen. Das mache ich aber gern. Das Ding da? Was ist denn das? Ja gut, Mimit. Ja, habe ich jetzt begriffen, aber... Was zum Deibel? Okay. Cool. Aber Hauptsache Kamaderie drin haben, wa? Aua. Ach, ihr seid scheiße zu mir. Warum hasst ihr mich alle? Ach komm. Oceara, du kannst das. Dann noch gegen meinen armen Gulda. Mein armer Gulda. Ich hasse Kameraderie. Habe ich schon mal gesagt? Aber wenigstens tun sie sich selbst weh. Tod? Ich hasse Kameraderie. Komm schon, Mimit. Du siehst etwas erschöpft aus. Okay, also ein Dito quasi. Ich glaube nicht, dass sich Mimit besonders hervorgetan hat. Vielleicht liegt es an all dem Wasser. Die Umgebung könnte zu nass sein. Ich glaube, ich kenne einen besseren Platz. Wo? Probier es mal in Oneshi. Kisewa wäre ideal. Schön und trocken. Sicher? Aber wir müssen es hier in Shippanko einsetzen. Das ist ja der Sinn hinter dieser Aktion. Probier es mal da. Machst du Witze? Das ist vermutlich der einzige Ort, an dem noch mehr Wasser ist als in diesen Reisfeldern. Ja, dann mach da. Das könnte klappen, ja. Der Weg zur Stadt ist zwar länger, aber das müssten wir dann im Kauf nehmen. Für die Wissenschaft. Triff mich in Iwaba, dann versuchen wir es erneut. Okay. Ja, hätte ich gewusst, dass es das ist, ne? Dann wäre ich hier aber gleich hingegangen. Dann nutzen wir erstmal eine Rauchbombe und gehen zurück. Könnte man ja eigentlich? Sollte man das machen? Ja, mal schauen. Heute auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt machen wir nämlich erstmal Feierabend. Und wenn Gulda irgendwann Level 60, 61 ist, dann tauschen wir wieder mit den anderen durch. Und ich will immer noch dieses eine schwarze Digital-Temtem haben, da dieses... Ach, das ist Mimit. Du bist also eins. Den da will ich immer noch haben. Du bist dieses Chamäleon. Den hier eigentlich. Der ist irgendwie... Der hat irgendwie Stil. Der sieht irgendwie cool aus. Deswegen wäre der gar nicht mal so doof. Ich weiß nicht, was hier für eine ganze Reihe fehlt. Hier fehlt noch die Entwicklung von Tental.
Das hier müssen wir auch noch haben. Obu 1, Obu 2, Obu 10. Wäre lustig, hätten die noch eine Entwicklung, aber naja. Hier fehlen auch noch zwei. Ich weiß sowieso nicht, ich suche da ja auch nicht so explizit nach, dass wir hier alle fertig bekommen. Ich hasse das Ding. Suche ich. Hier fehlt noch die Entwicklung von Spuetzi. Der hat nämlich tatsächlich noch eine. Ich hoffe, die sehen wir auch nochmal hier. Die sieht nämlich voll gefährlich aus. Da ist diese komische Biene. Schubi. Ach man. Und hier unten sind ganz viele, die wir alle noch nicht kennen. Irgendwo dazu gehört bestimmt das legendäre Tem, was man nur in einen Raid kriegen kann. Gibt's ja hier jetzt auch. Na gut. Aber. Für die ist rot. Rede mit Pasifair. Kehre nach Dennis zurück und gib Laura das Comic-Heft. Erzähl Tararela von Shippanku. Finde die Kristall. Züchte ein Bigu. Da sind wir gerade dabei. Wir haben ja jetzt ein so ein Ding. Ich glaube, wir haben bis jetzt nur eins. Ja. Es ist männlich. Okay, wir brauchen ja noch ein weibliches von denen. Wir brauchen dennoch ein weibliches. Hier, wir können eigentlich Sandy mit denen hier kreuzen. Ich weiß zwar nicht, was ich davon habe, aber wir könnten es. Wir könnten es halt. So, wir machen jetzt aber auch erstmal Feierabend, bevor wir den Verbrecher weiter jagen. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Ich vermute mal, dass ich am Mittwoch aufnehmen kann, weil da ist wieder frei. Weil heute ist Sonntag. So, bis morgen dann, ne? Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.